Ja, ich wurde im Imbiss angesprochen, gescoutet, wie man sagt, als Model. Und das Witzige dabei ist, dass es derjenige war, wo ich auch den Burger bestellt habe. Also es war ein Fastfood-Restaurant und ich meinte dann so, ja, einen Burger bitte. Ne? Und dann meinte er so, ja, hast du Bock zu modeln? Ich engagiere mich als Botschafter für Handicap International. Das ist eine Organisation, die in verschiedensten Ländern der Welt sich um Minenopfer kümmert und die medizinisch versorgt. Heute steht unser Shooting unter dem Motto Mann mit Mut und dafür konnten wir Mario Galla begeistern. Ich selbst bin immer noch aufgeregt vor Fotoshootings. Das geht dann aber erst so in dem Moment der Maske so ein bisschen los. Also vorher ist alles entspannt, aber sobald ich in der Maske bin und mir schon langsam so die Motive überlege oder gucke, was kann man machen, wie stelle ich diese Person jetzt dar oder das, was ich darstellen soll. Ich finde mich momentan selbst in dem Familienvater, glaube ich, am ehesten wieder. Weil das auch einfach ein persönlicher Wunsch ist von mir, Vater zu sein. Und gut, es geht jetzt so langsam auf die 30 zu, da macht man sich schon mal Gedanken über sowas. Mario Galla ist ein sportlicher Typ, aber auch ein sehr eleganter Typ. Er kann einfach beide Looks perfekt tragen und das passt auch zu unserer Saison, zu unserer Kollektion. Wir haben elegante, schöne Ledermodelle und dann haben wir auch ganz sportliche Sneaker und Slip-Ons, die jetzt angesagt sind. Im Sommer trage ich sehr gerne Sneaker. Also ich habe wirklich Regale voll zu Hause und sogar mehr als meine Freundin. ja, Sneaker oder wenn es wirklich heiß wird, dann trage ich gerne so Espadrillos, so leichte Sommerschuhe, wo irgendwie auch Luft durchweht und ja, easy going. Also am besten gefallen hat mir heute, glaube ich, die Aktion mit dem Feuerspucker, weil ich einfach das mit dem Feuer cool fand. Also ein bisschen mit einer Flamme zu interagieren, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Es gab aber so einige Sachen, auch dieser Fallschirmsprung. Ich hing noch nie in solchen Seilen und ich glaube, für die Kollegen war das auch gar nicht so einfach, mich da zu halten und so weiter. Ja, hat schon ein bisschen was an Konzentration und Kraft gefordert, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ja, Mann mit Mut. Also ich glaube, es gibt ja, viele mutige Männer, also gerade so die Motive, die wir heute abgebildet haben, sind ja so, wo man denkt, okay, das ist mutig, wo ich auch, glaube ich, gar nicht mich das alles trauen würde. So jetzt ein Fallschirmsprung oder in den Ring steigen zum Boxen oder so, da bin ich, glaube ich, überhaupt nicht der Typ für. Und was ich so weitergeben kann, einfach mal wirklich raus aus der Comfortzone und neue Dinge ausprobieren. Mario strahlt was Positives aus und das finde ich sehr toll, weil er damit auch anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie er, Mut macht.